Recht herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal, der Tobi. Ich möchte heute ein paar Tests durchführen. In erster Linie möchte ich meine Map Berliner Mark und die Stadt Berstadt testen, an der ich ja seit einiger Zeit im Lotus Map Editor bastel. Außerdem möchte ich mein System testen. Wie gut läuft eigentlich Lotus auf meinem Rechner. Dann möchte ich sehen, wie sich die FPS-Zahl verhält. Da sollte man hier oben rechts eigentlich schön sehen können, ob die FPS-Zahl stabil bleibt, keine Einbrüche, großartige Einbrüche zumindest vorhanden sind, wie das alles läuft. Kurz zu meinem System, das möchte ich einmal vorstellen. Das habe ich 2014 aufgebaut, das ist also schon ein bisschen älter. Es gibt einige neuere Komponenten, aber Kern der ganzen Geschichte meines Rechners ist der Intel Xeon E3 1231 V3, mit dem ich sehr zufrieden bin. Der hat 4 Kerne, Basistakt ist 3,4 GHz, mit einem Turbo bis zu 3,8, wenn ich mich nicht ganz täusche. 4 Kerne, 4 virtuelle Kerne sind möglich. Also Multithreading ist vorhanden, so dass ich also theoretisch über 8 Kerne verfüge. Zum Mainboard ist vielleicht zu sagen, das ist von ASRock, deswegen habe ich auch CPU-Z mit der ASRock-Version installiert. Passend zum Prozessor ist das Modell H81M, das habe ich damals 2014 gesagt, ungefähr gekauft und das läuft alles noch hervorragend. Den Arbeitsspeicher habe ich zuletzt aufgerüstet von 8 GB auf 16. Ich meine, das war dieses Jahr sogar noch. Und natürlich nicht zu vergessen die Grafikkarte, das ist die Nvidia GeForce GTX 1060 mit 6 GB Arbeitsspeicher oder virtuellen Speicher. Das System ist nicht das Beste, ist kein High-End-Rechner. Ich würde sagen, ein ganz normaler Rechner. Für Lotus sollte es aber reichen und für die Spiele, die ich spiele, wie OMSI oder Age of Empires 2, reicht es auf jeden Fall. Okay, das soweit zum System. Vielleicht zum Spiel, zu den Grafikeinstellungen. Da habe ich beste Grafik gewählt. Ich bin der Meinung, das müsste funktionieren. Das sollte funktionieren. Maximale FPS-Zahl habe ich 60 eingestellt. Und da interessiert es mich einfach, ob es Einbrüche gibt, ob Lotus stabil läuft, mein System stabil läuft, wie sich das Ganze verhält. CPU-Z habe ich jetzt erstmal ausgemacht, was ich aber nebenbei laufen lassen werde. Das ist der Testmanager, dass ich dann, wenn ich die Aufnahme beendet habe, im Nachhinein mal gucken kann, wie zumindest grafisch sehen kann, wie stabil das System lief und ob es funktioniert hat. Ich starte jetzt einfach mal das Spiel. Ich lasse die Uhrzeit so, heute ist der 21.09.2019. Wir haben jetzt 19.41 Uhr. Dann starte ich mal Lotus. Öffne mal den Testmanager. Werde ein bisschen darauf achten, aber das schaue ich mir im Nachhinein. Und dann, was ich auch noch testen möchte, sieht man vielleicht schon, das ist einmal meine Buttonbox, die habe ich mal für OMSI konstruiert. Da wollte ich mal sehen, wie das so in Lotus wirkt, ob das funktioniert, ob alles klappt. Und für die Straßenbahn extra baue ich mir jetzt einen Joystick. Den hatte ich noch übrig gehabt mit einem Interface. Das werde ich noch alles ein bisschen ausschmücken, ein bisschen gestalten. Das ist dann einfach dafür, dass der Impulsgeber, dass ich mich mit der Straßenbahn fortbewegen kann, damit es einfach realistischer wirkt. Was ich schon festgestellt habe, was ich ein bisschen schade finde, die Buttonbox, die ist noch nicht komplett fertig, aber die funktioniert soweit ganz gut. In OMSI hat es funktioniert, in ATS auch. Ich habe hier ein Zündschloss, vielleicht kann man das sehen.
Das hat in OMSI funktioniert, im American Truck Simulator funktioniert das auch. Leider nicht hier im Lotus, weil ich kann das Arcase USB Interface nicht so programmieren, dass ich hier den Schlüssel simulieren kann. Liegt wohl einfach daran, dass auf der Tastatur keine Funktion für den Schlüssel gibt. Beziehungsweise in den Tastatureinstellungen. Falls es das doch geben sollte, ich weiß nicht, vielleicht hat da jemand einen Tipp. Mir ist es nicht bekannt, wie ich das programmieren kann. Das USB-Interface von Arcase simuliert ja im Prinzip eine Tastatur. Und so muss ich halt den Schlüssel weiterhin hier über die Maus bedienen. Ist jetzt nicht so dramatisch, aber für die Simulation, so wie ich mir das gedacht habe, so wie es in anderen Spielen auch funktioniert, funktioniert es hier leider nicht. So. Dann mache ich die Straßenbahn erstmal startklar. Mal hier das Licht einschalten, damit man auch was sieht. Genau. Das Abblendlicht. Da bastel ich noch rum. Das müsste. Eigentlich sollte das funktionieren. So, jetzt habe ich Stand. Moment. Ja, da habe ich noch irgendwas nicht richtig programmiert. Da muss ich mal schauen. Was ich da machen kann. Okay. Da schaue ich mal. Was funktioniert, ist die Türfreigabe. Und ich kann die Türen öffnen. Ach, Fernlicht habe ich jetzt angemacht, das wollte ich nicht. Was ich vielleicht machen sollte, ist die Innenraumbeleuchtung. Genau. Dann sieht man hier auch ein bisschen was. So, Türen schließen sich dann auch wieder. Das funktioniert. Das ist im Prinzip genauso wie im OMSI. Wenn ich im Bus sitze und die Türfreigabe eingebe, Türen öffnen, manuell oder automatisch. Das funktioniert alles. Okay. So, was auch nicht funktioniert, leider ist. Ich kann den Strom abnehmen, nicht programmieren über meine Buttonbox. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das Einzige, was ich jetzt hier bei diesem Schaltpult hingekriegt habe, ist der Hauptschalter für den Strom, dass das funktioniert. Was auf jeden Fall klappt, das ist der Joystick. Oder auch nicht. Genau, das fehlt mir noch. Mal schauen, welche Möglichkeiten um sie, sage ich schon, um sie, Lotus mir da noch bieten kann. Ich starte einfach mal die Innenraumbeleuchtung, mache ich mal ein bisschen aus. So, ich befinde mich jetzt hier am Pausenplatz, an der Wendeschleife am Hauptbahnhof von Bärstadt. Der Taxistand, den ich momentan baue oder gebaut habe. Und dann muss ich mal schauen, wo es als nächstes weitergeht. Was ich als nächstes machen werde. Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen, das bedeutet wahrscheinlich eine Menge Arbeit. Und zwar habe ich festgestellt, anscheinend gleich erfahren, dass ich den Bahnsteig wahrscheinlich zu niedrig gebaut habe. Müsste ein Stückchen höher sein. Türfreigabe. Tür öffnen. Zwar ist mir aufgefallen, dass es hier noch eine leichte Kante gibt. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. So, Türen schließen sich wieder. Hervorragend. Ich sage, weiter geht's. Das klappt richtig hervorragend mit dem Joystick. Kann einen Impuls geben, dass es vorwärts geht.
kurz wieder zurücknehmen. Das sieht man aus. So, bei der ersten Testfahrt habe ich leider einen kleinen Unfall gehabt. Da habe ich eine Weiche nicht richtig gestellt, die funktioniert hier. Blinken. Auch angebracht. Jetzt kommt ein Teilstück, was ich wahrscheinlich auf Dauer gar nicht brauchen werde. Das habe ich jetzt eigentlich nur angelegt, letztendlich, damit ich hier ein paar Runden drehen kann. Um alles zu testen, wie es funktioniert. Es soll noch nicht alles fehlerfrei, es muss noch viel gemacht werden. Aber da muss ich dann auch nochmal schauen. So, jetzt habe ich hier eine Haltestelle, die auch noch keinen Namen hat und eigentlich auch keinen Namen bekommen wird. Wo ich jetzt aber mal einfach den Bahnsteig ein bisschen erhöht habe. Das wollte ich jetzt auch mal testen bei dieser Testfahrt. Ah. Der Bahnsteig jetzt die richtige Höhe hat. Natürlich nicht. Das ist zu viel. Fahre ich mal ein Stückchen weiter. Da habe ich nämlich jetzt hier den Bahnsteig um 0,1 erhöht. Da war es um 0,2. Die Türen schließen sich. Das müsste schon richtig sein hier, oder? Vielleicht noch ein Stückchen weiter, weil wenn ich jetzt merke, dass das noch besser geht, würde das auch bedeuten, dass ich den Hauptbahnhof noch mal umbauen müsste. Wenn ich jetzt hier die richtige Höhe treffe. Da ist immer noch nicht. Es sind vielleicht ein paar Millimeter, die ich dann im Lotus Map Editor ändern muss. Aber hier sieht es doch schon gut aus. Oder? Jetzt schaue ich nochmal von innen. Vermutlich ist 0,1. Ist die Höhe von den Splines um 0,1 höher immer noch zu hoch. Oder? Mal genau hingeschaut? Nee. Das passt. Ja, dann muss ich mich da mal reinsetzen, damit das auf eigener Ebene ist. Sieht's hier aus? Ne, das ist auch noch eine Kante. Ah, verdammt. Also irgendwas unter einem Wert von unter 0,1 in der Höhe muss ich noch verändern. Nun gut. Dann hoffe ich jetzt. Türen schließen. Dass die Weichen jetzt hier funktionieren an der Stelle. Das hat mich vorher nicht geklappt, da habe ich Weichen nicht richtig verlegt gehabt. Ich hoffe, das klappt jetzt besser.
die Straßenbahn an, vorhin zu tanzen an der Stelle jetzt. Aber das klappt ja jetzt. Hervorragend. Ja, hier ist wieder der Pausenplatz. Also hier soll die Hauptstrecke dann sein, die Hauptachse von Bärstadt. Und hier habe ich mir gedacht, wenn hier der Pausenplatz ist, dass die Fahrerinnen und Fahrer hier einen kleinen Unterstellplatz haben, beziehungsweise einen Aufenthaltsraum. Das ist eigentlich aus dem Düsseldorf-Add-on, was irgendwann mal erscheinen wird. Mit einer Toilette, ob man hier auch auf Klo gehen kann. Alles noch provisorisch, vielleicht entdecke ich da noch irgendein anderes Objekt mal. Aber das ist erstmal so die Idee, dass hier der Pausenplatz sein soll. Die Wendeschleife am Hauptbahnhof. Da muss ich aber noch einiges dran tun. Und bauen. So, zurück zum Hauptbahnhof. Auch da hätte ich dann das Problem, habe ich jetzt die Höhe noch nicht angepasst. Da müsste ich die Höhe im Bahnsteig nochmal korrigieren und das wird wahrscheinlich eine Menge Arbeit sein. Aber ich möchte es vernünftig haben. Es sah. Eigentlich sah es gut aus. Es ist aber eine leichte Höhendifferenz und eine Höhendifferenz. Nicht sein muss, finde ich, die ich dann noch korrigieren möchte. So, vielleicht kriege ich noch einen schönen Screenshot hin. Einmal den Hauptbahnhof im Dunkeln. Hier könnte es noch ein bisschen heller sein, da könnte ich vielleicht eine Lampe reinbauen. Ich schließe erstmal die Türen. Fahre nochmal ein Stückchen vor. Gut. Im Prinzip soll es das auch schon gewesen sein. Ich habe jetzt keine großen Rucklage verspürt oder bemerkt. Ich werde mir die Aufnahme auch nochmal anschauen. Vielleicht täuscht das ja auch. Es gab vielleicht doch den einen oder anderen Einbruch. Dann hier noch einen kleinen Screenshot. Aber das sieht doch gut aus. So, dann war es das von meiner Seite. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche dann noch einen schönen Tag, schönen Abend oder in meinem Fall jetzt ein schönes Wochenende. Und vielleicht dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute.